Die Ästhetik der Bühnenkünste leitet sich vollständig aus der Härte der Stuhlsitze ab. Der Zuschauer muss gewöhnlich unbehaglich bekleidet auf seinem gewöhnlich engen Sitzplatz sitzen bleiben. Es ist ihm nicht gestattet, seinem Leib etwas Erleichterung durch Ändern der Lage zu verschaffen. Die Wissenschaft der Dramaturgie besteht aus nichts als aus einer Liste von Ratschlägen, welcher Art die unvermeidlich auftretende Langeweile begegnet werden könne. Soweit Peter Hacks zu den Schwierigkeiten der Arbeit von Bühnenautorinnen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kulturschaffende, liebe Kulturbegeisterte, liebe Genossinnen und Genossen. Heute soll es zwar um Kultur gehen, aber anders als in dem von Peter Hacks beschriebenen Szenario werden Sie mir nicht stundenlang zuhören müssen, ohne sich bewegen zu können. Auch schauen die wenigsten heute unbehaglich bekleidet und von wirklich engen Sitzen kann hier auch keine Rede sein. Was aber noch viel wichtiger ist, in den kommenden 2 Tagen soll vor allen Dingen diskutiert werden. Das heißt, Sie sollen selbst das Wort ergreifen. Und damit sind wir schon bei einer zentralen Leitidee. Es geht eben nicht um teilnahmslosen Konsum, sondern es geht um Anregung, um Impulse. Ja, es geht uns auch hier um Interaktion. Warum ist Kultur ein Thema für die Linken? Dass Kultur schon immer ein Thema für die Linke war, denke ich, lässt sich auch bereits an unserem Tagungsort ablesen, im positiven wie im negativen Sinne. Nehmen wir einmal den Namensgeber dieses Saales, in dem wir hier tagen, Willi Münzenberg. Er eignete sich seine politische und seine kulturelle Bildung in Arbeiterbildungsvereinen ein. Er, der ungelernte Sohn eines Gastwirts, der Kommunist, der den Typus des Arbeiterintellektuellen per excellence verkörperte, wurde zu einem der wichtigsten Herausgeber und Filmproduzenten der Weimarer Republik. Er arbeitete zusammen mit Leon Feuchtwanger, mit Alfred Döblin, mit Leuten wie Heinrich und Thomas Mann. Und er verlegte die Werke der Genannten sogar noch im Pariser Exil, in das er sich vor den Nazis flüchten musste. Ambivalenter ist hingegen die Geschichte des gesamten Gebäudes. Es steht auch für die Schattenseiten der Kulturpolitik im realsozialistischen Sinne. Das alte, neue Deutschland, das hier residierte, war eben anders als heute auch Sprachrohr kulturpolitischer Entscheidungen. Und diese waren in der DDR immer auch Entscheidungen der Macht, Entscheidungen einiger weniger Kulturfunktionärinnen darüber, wie viele gesellschaftliche Widersprüche sie dem Lesenden, den Theater- oder Kinobesuchenden überhaupt zutrauten. Kulturfunktionärinnen entschieden, wer freischaffend arbeiten durfte und wer das Geschaffene zur Ausführung bringen durfte. So manches Mal gerieten die Funktionärinnen selber in Konflikt mit der geforderten Parteilinie. Manchmal setzten sie sich vehement für die Veröffentlichung der Werke ein. Und dennoch, Kulturpolitik bedeutete ein Primat der Politik über die Kultur. Kulturpolitik war also als Dominanzverhältnis angelegt. Kulturpolitik als Übermächtigung, nicht als Ermächtigung. Ja, die linke Geschichte ist leider reich an Ignoranz gegenüber der Eigenrationalität von Kunst und Kultur. So mancher predigt nun aufgrund dieser schmerzhaften Erfahrung den Rückzug von Kunst und Kultur in den Elfenbeinturm, damit Kunst ihre weißen Hände behält. Ich halte es ja eher mit der Aussage von Heiner Müller, der sagt, die Zeit der Kunst ist eine andere Zeit als die der Politik. Das berührt sich nur manchmal und wenn man Glück hat, entstehen Funken. Heute sind die Mechanismen der Macht anderer als zu Zeiten des Staatssozialismus. Die Sphären von Politik und Kunst sind gewissermaßen sauber voneinander getrennt. Jedoch die Macht, die Kunst einst dadurch hatte, dass die Mächtigen sich vor ihr fürchten mussten, die scheint verschwunden. Von Funkenaustausch ist nur selten eine Spur. Dominanz im Sinne einer Dominanz nicht ästhetisch begründeter Rationalitäten gibt es dennoch dort, wo heute zum Beispiel Kultur und Politik im Bereich der Kulturpolitik aufeinanderprallen. Das ist übrigens nicht nur augenfällig in Hamburg, wo mit der Elbphilharmonie ein kultureller Leuchtturm geplant wurde, der als Millionengrab endete. Denn das Prägende dieser Politik der schönen Hüllen ist, dass dort Kulturschaffende degradiert werden, und zwar zum Standortfaktor.
Sie werden vor allen Dingen verstanden, Kultur wird eigentlich vor allem verstanden als Beiwerk zu anderen Komposita, die sich mittlerweile um Kulturpolitik herumgruppiert haben. Was gibt es da nicht alles? Kulturmanagement, Kulturtourismus, Kulturmarketing, Kultursponsoring oder in der Kombination Kulturimmobilienmarketing. Auch wenn Kultur immer am Anfang dieser Worte steht, ist es doch dort vor allen Dingen Appendix, also Anhängsel von Management, Marketing, Sponsoring. Und damit geht es mir jetzt nicht um die vielen Menschen, die sich für Studiengänge entschieden haben oder für Menschen, die inzwischen diese Worte in ihren Berufsbezeichnungen tragen. Was ich hieran kritisch ansprechen möchte, ist die Ideologie der Creative Class, für die ja Richard Florida als prominentester Vertreter steht. Ihm zufolge schätzt man an kultureller Infrastruktur vor allem eins: ihr Potenzial, ein attraktives Umfeld für hochqualifizierte Arbeitskräfte zu schaffen. Das heißt, bei Florida wird Kultur reduziert auf eine Art Standortvorteil. Beim globalen Headhunting, ja, es geht darum, Kultur einzusetzen im Wettbewerb der ökonomischen Stärke der betreffenden Region. Gemeinsam hat diese Sichtweise auf Kultur mit jener vergangenen Zeiten einiges. Wenn man Kultur darauf reduziert, Nährstoff zu sein, für zum Beispiel Nährstoff für ein attraktives Investitionsumfeld, dann wird eben die andere, und ich würde sagen, die eigentliche Potenzialität von Kultur verworfen. Das Potenzial, und hier möchte ich nochmal den eingangs etwas eher humoristisch zitierten Hacks wiedergeben, das Potenzial, Nachricht vom Mensch zu sein. Hacks sagt, Kunst geht an die Welt heran, das Kunstwerk macht eine Aussage. Nicht über die Welt, sondern über des Künstlers Herangehensweise an die Welt. Und unter der Welt verstehen wir, so Hacks weiter, vernünftigerweise nichts anderes und Fremderes als die Menschheit. Wenn dem so ist, dann sind Kunst und Kultur Verständigung und Selbstverständigung und damit Conditio Humana gleichermaßen. Eine Politik, ja, eine Kulturpolitik, die das ernst nehme, müsste sich meiner Meinung nach an folgenden drei Paradigmen orientieren. Zum einen, eine so verstandene Kulturpolitik müsste sich als kulturelle Infrastrukturpolitik begreifen. Zweitens, eine so verstandene Kulturpolitik müsste Sozialpolitik unter dem Aspekt der Ermöglichung kultureller Praxis begreifen. Und drittens, eine so verstandene Kulturpolitik müsste politisch sein, ohne staatsnah zu werden. Und sie müsste auf eine hierarchisierende Rhetorik von Leitkultur verzichten. Liebe Kulturschaffende, liebe Kulturbegeisterte, klar, nach den langen Mühen eines Theaterabends, wie ihn Hacks angedeutet hat, geht das Publikum selten noch gegen die sozialen Verhältnisse protestieren. Und dennoch, in Kunst schlummert etwas Ungeheuerliches. Es kann kritische Erkenntnisprozesse, ja, das Infragestellen eindimensionaler Deutungsmuster befördern. Die Eigenrationalität von Kunst und Kultur entzieht sich nun mal schlichter Eindimensionalität. Und Kunst kann zudem Seismograf für Veränderungen werden. Sich Andeutendes oder womöglich Drohendes kann Kunst mit ihren ästhetischen Mitteln in einer Art und Weise sichtbar machen, die nur der Kunst vorbehalten ist. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, ich finde, der Wandel der Arbeitswelt ist zum Beispiel in Werken, in literarischen Werken wie Die Schule der Arbeitslosen von Johannes Zelte oder Herr Jensen steigt aus von Jakob Hein, in einer Art und Weise erfasst wurden, wie es bisher kein kritisches, kein linkes arbeitsmarktpolitisches Papier jemals vermocht hat oder vielleicht auch vermögen wird. Hinzu kommt, Kultur ist eben nicht nur Hochkultur, sondern Laienkultur, Soziokultur, Subkultur, Gegenkultur. Manch einer lernt ja im Chor, im wortwörtlichen Sinne, die eigene Stimme zu erheben. Und so mancher lernt im Laientheater oder in einem Bürgerchor, wie er in Volker Löschs Inszenierung immer wieder auftritt, die eigene Stimme zu erheben, ja womöglich auch mit der Stimme des Mächtigen zu sprechen und beim nächsten Mal womöglich dieser mächtigen Stimme auch zu widersprechen im wirklichen Leben. Es soll Frauen geben, die in erzkonservativen Gegenden leben, in denen die Welt noch nie in Ordnung, aber immer in patriarchaler Ordnung war, die in den öffentlichen Bibliotheken zu Feministinnen geworden sind, weil da Simone de Beauvoir zu ihnen gesprochen hat, weil da die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman in der Klassikerecke stand
und manch einer womöglich den Mut gegeben hat, die Freiheit der Scheidung dem Freitod der Verzweiflung vorzuziehen. Und auch wenn bisher noch nach keiner René Polesch-Aufführung die Revolution ausgebrochen ist, die Schwabinger Krawalle von 1962 wurden ausgelöst, weil die Polizei gegen Jugendliche vorging, die einfach einer Gruppe von Straßenmusikern lauschen wollten. Es ist allerdings nicht überliefert, ob diese Straßenmusiker Privatstunden genommen haben oder in einer öffentlichen Musikschule ihre Kenntnisse erworben haben. Fakt ist, gesellschaftliche Aufbrüche gehen Hand in Hand mit kulturellen Aufbrüchen. Denken wir nur an die Gleichzeitigkeit der revolutionären Stimmung in der Malerei um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und der politischen Aufbruchsstimmung dieser Zeit. Und die 68er-Bewegung, also die prägende antiautoritäre Bewegung, vielleicht auch Kulturrevolution, ging natürlich Hand in Hand mit einer musikalischen Revolte. Wir erleben heute, dass die Infrastruktur für diese kulturelle Bildung, also öffentliche Bibliotheken, soziokulturelle Zentren, freie Bühnen, Tanzkompanien, Musikschulen, Volkshochschulen in einem bedenklichen Zustand sind. Ich befürchte, das wird sich in den kommenden Jahren auch nicht verbessern. Denn die unterfinanzierten kommunalen Haushalte und die Schuldenbremse werden vielerorts schlichtweg zur Kulturbremse. Während womöglich in der nächsten Legislaturperiode die Schlaglöcher auf den Autobahnen erst durch die Maut der ausländischen, später womöglich der deutschen Autofahrerin gestopft werden, müssen wir befürchten, dass die Löcher in den Dächern der Kulturzentren weiterhin ungeflickt bleiben. Ich aber meine, für ein demokratisches Gemeinwesen sind Kultureinrichtungen so wichtig und so unverzichtbar wie Verkehrswege und für Abwasserentsorgung. Kultur muss also als Teil der Daseinsvorsorge begriffen werden und muss dementsprechend auch finanziert werden. Dass das nun wahrlich nicht der Fall ist, das kann man einfach im Statistischen Jahrbuch nachlesen, nur mal zwei Zahlen. Also während Rheinland-Pfalz einschließlich aus aller Landes- und kommunaler Mitteln pro Einwohner im Jahr 61 Euro für die Kultur ausgibt, stehen im Bund immerhin 400 Euro pro Einwohner für den Verteidigungsetat. Da sieht man, wie die Gewichtungen von den Herrschenden gesetzt werden. Übrigens, vom Gesamtetat der öffentlichen Haushalte werden gerade mal 1,46% für die Kultur ausgegeben. Das ist nur 0,38% des Bruttoinlandsprodukts. Ich glaube, weniger wird gerade mal noch für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Und nun geht es heute hier nicht um Steuerpolitik, aber ich kann nicht unerwähnt lassen, dass natürlich das linke Steuerkonzept eine Umverteilung von oben nach unten und von privat zu öffentlicher Hand vorsieht, auch damit die öffentlichen Haushalte besser in der Lage sind, Kultur in ihrer Vielfalt zu finanzieren. Zweitens, was meinte ich mit einer Kulturpolitik, die Sozialpolitik verstehen muss im Sinne von Ermöglichung von kultureller Praxis? Das meint zum einen, wer arm ist, der muss auch Zugang zu kultureller Infrastruktur haben. Und zweitens, wer im Kulturbereich tätig ist, soll deswegen weder gegenwärtig noch zukünftig arm sein müssen. Leider sind ja Kunst und Kultur vor allen Dingen wieder eins geworden, brotlos. Und die meisten Kunstschaffenden von heute sind vor allen Dingen eins, Lebenskünstler. Das Durchschnittseinkommen der 177.000 in der KSK, also der Künstlersozialkasse, versicherten Kunstschaffenden liegt heute unter der Armutsgrenze. Und da wissen wir, dass da auch einige Hochverdienende drin sind, die das statistisch nochmal nach oben ziehen. Also das heißt, wir können nur ahnen, wie schlimm die finanzielle Situation und wie schlimm die Lebensbedingungen der Kulturschaffenden in Deutschland sind. Hinzu kommt, fast jeder dritte Freischaffende erreicht noch nicht mal das nötige Mindesteinkommen, um überhaupt in der KSK versichert zu werden. Und selbst wenn man reinkommt und regelmäßig einzahlt, ist damit überhaupt noch nicht das Thema Altersarmut vom Tisch. Also bei einer durchschnittlichen, regelmäßigen Einzahlung über 45 Jahre hinweg liegt die zu erwartende Rente bei 447 Euro pro Monat im Westen und bei 408 Euro pro Monat im Osten. Altersarmut willkommen. Der Künstlersozialkasse selber geht es auch nicht gut. Wir wissen das. Das Modell der KSK beruht eben darauf, dass nicht nur die Kunstschaffenden einzahlen, dass es einen Steuerzuschuss gibt, sondern dass auch die Verbraucher, die Verwerterindustrie herangezogen wird. Aber immer weniger Unternehmen und Institutionen kommen dieser Abgabeverpflichtung nach. Und insofern fürchten manche um die schleichende Abschaffung der Künstlersozialkasse. Ja, hier küsst Kulturpolitik, Sozialpolitik das Feld, in dem ich mich vor allen Dingen vorrangig engagiere. Ich kann nur sagen,
Die linke Fraktion wird sich auch in der kommenden Wahlperiode sehr für den Erhalt der KSK einsetzen. Wir wollen, dass es langfristig auf eine solide finanzielle Basis gestellt wird. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, um das nur mal anzudeuten, dass der Hartz-IV-Regelsatz im Monat gerade mal rund 5 € im Monat für den Besuch von Kulturveranstaltungen und Kultureinrichtungen vorsieht. Man kann erahnen, wie weit oder wie nicht weit man damit kommt. Nun wird in einigen Städten einiges ermöglicht und ich will hier mal auch über ein Projekt kurz reden. Das ist die Kulturloge. Die gibt es in Berlin, in Marburg, in anderen Städten. Ich habe sie inspiriert durch die Berliner Kulturloge den Impuls gegeben, dass es das auch in Dresden gibt. Inzwischen gibt es ein bundesweites Netz solcher Kulturlogen. Nur zur Erläuterung, das Modell Kulturloge sieht vor, dass Kultureinrichtungen, wenn sie das Gefühl haben oder die Ahnung haben, dass sie an dem und dem Abend sowieso 100 unbesetzte Sitzplätze haben werden, ein gewisses Kontingent kostenfrei an die Kulturloge, der Kulturloge zur Verfügung stellen. Diese vermittelt es weiter an Menschen mit niedrigen Einkommen. Und die Erfahrungen in Berlin zeigen ganz klar, dass das eine Win-Win-Situation für alle Seiten ist. Also zum einen können ärmere Menschen sich auch kostenfrei den Besuch eines Theaters leisten. Und das Schöne ist, sie können jedes Mal eine Person ihrer Wahl mitnehmen. Das heißt, man ist auf einmal selber auch in der Position, einladen zu können und nicht nur in meiner Bittstelle-Position. Für die Theater ist es auch schön, weil jetzt mal ganz ehrlich, wer spielt schon gern vor leeren Rängen? Und so mancher Kunstschaffender hat dann auch gesagt, es ist auch toll, dass mal wieder Leute ins Theater kommen, über die man oft redet und das Gefühl hat, man hat sie bisher nicht erreicht. Die Erfahrungen in Berlin haben auch gezeigt, dass es gelungen ist, über gezielte Ansprache und Werbung Menschen wieder für Kulturbesuche zu begeistern, die in ihrem Leben bisher einmal oder überhaupt noch nie im Theater waren, weil es ist halt für manche auch noch eine Barriere. Also solche Initiativen wie die Kulturloge sind bemerkenswert und toll und trotzdem sage ich, sie können eine Sozialpolitik nicht ersetzen, die Menschen eben nicht nur als soziale, sondern auch als kulturelle Subjekte anerkennt. Und deswegen, auch deswegen wollen wir natürlich Hartz IV durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kulturschaffende und liebe Kulturbegeisterte, ich habe vor uns drittens angemerkt, dass Kulturpolitik politisch, aber staatsfern sein sollte und auf eine Rhetorik der Leitkultur verzichten sollte. Wobei ich anmerken möchte, wenn Staatsnähe durch Konzernabhängigkeit oder Konzernnähe ersetzt wird, das Ganze nicht besser wird. Aber nehmen wir nur mal den Bereich der Medienpolitik, die einen wichtigen Bereich der Kulturpolitik darstellt. Wer beißt schon gern die Hand, die einen füttert? Oder anders ausgedrückt, wer in den Redaktionen will sich wirklich mit den großen Anzeigenkunden anlegen? Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es allerdings fast genauso schlimm. Ausgerechnet dort, wo die Rundfunkstaatsverträge und die Medienstaatsverträge Staatsferne vorschreiben, haben die staatstragenden Parteien die Rundfunkräte und die Verwaltungsräte der Medienanstalten quasi gekapert. Die Rundfunkräte sollen ja die Gesellschaft abbilden. Ja, zur Gesellschaft gehören auch die Parteien, aber eben nicht nur. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, dem ZDF-Fernsehrat. Gefühlt jeder Dritte in diesem Gremium war, ist oder wird Staatssekretär, war, ist oder wird Bundes- oder Landesminister, AD oder Industrielobbyist. Oder eben in meisten Fällen auch beides. Der Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates ist immerhin gleichzeitig Lobbyist des Pharmaunternehmens Böhringer Ingelheim, Minister und Ministerpräsident AD. Sie kennen ihn, er ist das prominenteste Mitglied der Pfälzer Weinbruderschaft Kurtbeck. Wäre es nicht mal an der Zeit, das Prinzip der Repräsentation ernst zu nehmen? Das heißt dann nämlich auch, echte Repräsentation zu wagen. Deswegen frage ich, wo sind die Erwerbsloseninitiativen? Wo sind die selbstorganisierten Flüchtlingsgruppen? Wo sind die Antifas, die Behindertenorganisationen, die feministischen Vereine, Gruppe und Verbände? Auch wenn es so manchen überrascht, die Gesellschaft, das sind eben nicht nur die reichen, weißen Männer. Liebe Kulturschaffende, liebe Kulturbegeisterte, es ließ sich noch ganz vieles aufführen, was die Linke, was meine Partei, die Fraktion umtreibt, in den kommenden Jahren auch an kulturpolitischen Fragen beschäftigen wird. Beispielsweise die dringend notwendige Reform des Urheberschaftsrechts, die Fragen der Digitalisierung kulturelles Erbes und vieles mehr. Doch zu diesen Themen wird es ja auch Podien geben und Diskussionen. Und ich möchte natürlich, dass Sie Ihr Sitzvermögen auf den hoffentlich bequemen Sitzen sich auch noch aufheben für die Diskussionsrunde, die es jetzt geben wird, für die wunderbaren Medleys des Jugendtheaterbüros und für die fantastische Gertrun.
damit diese auch heute Abend ihre volle Aufmerksamkeit genießen können. In diesem Sinne möchte ich diese Konferenz mit folgendem Diktum eröffnen. Wenn die Aufgabe aller Politik ist, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ja ein verächtliches Wesen ist, dann ist es die Aufgabe aller Kulturpolitik, Verhältnisse zu schaffen, in denen der Mensch sich als kulturelles Subjekt entfalten kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus